Hallo zusammen! Nach dem Halloween heute stelle ich dir vor ein Rezept, und zwar Rote Power. Okay, Rote Power Smoothie. Was wir haben, hier sind lila Karotten, also sogenannte Halloween Karotten wegen der Farbe. Rote Beete haben wir, Orangen, viel Vitamin C. Hier haben wir sehr viel Vitamin B, auch Kalium und Eisen, Ginger, so wie immer, Äpfel, gefrorene Beeren und dann Apfel mit Kokosnuss. Ich zeige dir alles gleich nochmal. Ein Tipp, letztes Mal, also die Apfel nicht so rein, sondern so, weil dann man braucht zu viel Kraft und kann ein Problem auftreten. Wir fangen mit den Karotten. Gibt es auch Orangen, natürliche Karotten, kann man auch verwenden, aber wie gesagt, heute ist Red Power, deswegen habe ich die ausgewählt. Und zwar mache ich alles nochmal rein in unsere Power Mixer. Ginger dabei, Orangen und 2-3 Stück Apfel. Und jetzt können wir los. Viel einfacher, denke ich, dieses Mal. Kurze Pause. Die rote Beete. Sehr schön, ja. Einmal. Zweimal. Drei. Vier Stück. Und du kommst dann auch rein, mein Freund. Sehr, sehr schön. Und wenn du Angst vom Blut hast, also keine rote Smoothie. Aber ich habe keine Angst, deswegen würde ich nochmal machen. Die Banane, was kommt alles hier? Nochmal hier. Und warum Hände waschen? Hygiene. Die gefrorene Beeren kommen auch hier rein. Und 200 ml. Hier habe ich, glaube ich, ein bisschen weniger, aber ich habe noch 2 Packungen, falls ich brauche. Dieses Mal haben wir hier Pink und hier haben wir Blutrot. Was kommt alles hier? Red Power. Red Power. Nochmal alle zusammen schön mischen. Sehr schön. Was für eine Farbe. Schau mal. Oh mein Gott. Onus. Dos. Bitteschön. Zum Wohl. Und nochmal. Machen wir ein Gewinnspiel. Und zwar, du schreibst unten in die Kommentare, rote Smoothie oder grüne Smoothie. Und ich würde einen auswählen und ich schenke euch eine Smoothie. Einfach in die Kommentare, subscribe